Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Stein, wieder einmal gute Gedanken. Aber wieder einmal geht es um einen CDU-CSU-SPD-Antrag, der im höchsten Maße das Machbare und die Realität ausblendet. Dieser Ansatz möchte nicht nur Hunger bekämpfen, sondern auch Mangelernährung. Und seit 70 Jahren, ich wiederhole, seit 70 Jahren schaffen Sie es mit Ihrer fehlgeleiteten Entwicklungspolitik nicht, auch nicht annähernd, den Hunger auf dieser Welt zu bekämpfen. Was jetzt von Ihnen kommt, ist verrückt. Sie zeigen nicht auf, wie das Mindestziel erreicht wird, weil Sie es nicht können. Und deswegen legen Sie nun eine Schippe drauf. Aus Hunger machen Sie nun den Kampf gegen Mangelernährung. Zu den Fakten. Alle 10 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an Hunger. In absoluten Zahlen leiden mehr Menschen an Hunger als vor 25 Jahren. Von 7,7 Milliarden Menschen hungern 800 Millionen Menschen. 780 Millionen Menschen davon auf dem Land, in Entwicklungsländern. Und da, wie gesagt, 80% davon auf dem Land. Menschen, die durch Krieg, Zerstörung und Ressourcenabbau zum Spielball von korrupten Regimen, ideologischen Glaubenskriegern und machtbesessene Industriestaaten werden. Es sind die Ärmsten, die leiden. Und deswegen geht es nicht darum, den Hunger zu bekämpfen, Herr Stein, sondern die genannten Ursachen zu erkennen und zu bekämpfen. Im Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung um 3 Milliarden Menschen gewachsen sein, hauptsächlich in Entwicklungsländern und auf dem Land. Wie viele Menschen werden dann Hunger, Herr Stein? 2 Milliarden? 3 Milliarden? 4 Milliarden? Nun möchte dieser Antrag ja nicht den Hunger bekämpfen, was sie ja seit 70 Jahren nicht schaffen. Er möchte die Mangelernährung bekämpfen. Derzeit leiden auf der Welt 2 Milliarden Menschen an Mangelernährung. Im Jahr 2050 werden denn das vermutlich 3 Milliarden, 4 Milliarden oder 5 Milliarden Menschen sein. Ist es nun Ihr vorrangiger Auftrag, sich diesem Problem anzunehmen, Herr Stein, lösbar oder nicht? Oder ist es nicht die Aufgaben der Staaten in Eigenverantwortung? Eins steht jedoch fest: Wir sind nicht die Regierung dieser Länder. Und sollte es deswegen nicht gerade Aufgabe sein, das von Ihnen beschriebene Problem erstmal bei uns im eigenen Land zu lösen? Und jetzt, oh, haben wir auch das Problem? Zwar ist chronische Unterernährung in Deutschland äußerst selten, doch die Menschenrechtsorganisation FIAN hat beobachtet, dass immer mehr Menschen in Deutschland nicht in der Lage sind, sich angemessen und in Würde zu ernähren. Besonders betroffen sind Kinder aus Hartz-IV-Haushalten und Rentner. In Deutschland sind es circa, Herr Stein, 500.000 Kinder, die sich nicht in Würde ernähren können. Und an dieser Stelle möchte ich einmal Dank an die Tafeln und ihre vielen freiwilligen Helfer aussprechen, denn circa 1.000 Tafeln mit 3.000 Ausgabestellen und 60.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern sorgen dafür, dass 1,5 Millionen Menschen in einem der reichsten Länder der Welt überhaupt, in Deutschland, überhaupt eine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu ernähren. Und hier zeigt sich das ganze Versagen unseres Staates, Ihrer Politik, der Politik von CDU, CSU, SPD und der Bundeskanzlerin. Kümmern Sie sich zuerst um die Menschen, denen Sie verpflichtet sind. Und das sind Herr Kollege, ich habe mir gerade das Wort entzogen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Dr. Sascha Raabe, SPD-Fraktion, hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Dr. Christoph Hoffmann.